Wann haben Sie gemerkt, dass Sie was kennen? Bei Familienfeiern. Da habe ich mein Opa, meine Oma, als sie damals noch gelebt haben, da habe ich denen immer Kinderwitze erzählt. Und das fanden die total süß. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich klein und knuffig war. Erzählen Sie mir mal Ihren Lieblingswitz. Mein Lieblingswitz ist gerade ein Kinderwitz. Das sagt der Papa zum Sohn, der Sohn zum Papa sagt, Papa, heiraten auch Kamele? Und der Vater sagt, nur Kamele. Was für der Fränkisch sprechen Sie überhaupt? Also ich bin ja eigentlich aus der Oberpfalz, aber ich habe einen Vater, der kommt aus Mittelfranken und einen Opa, der kommt aus Röttenbach. Und ich bin aus dem Grenzgebiet. Wir sprechen Oberpfälzisch mit ein bisschen fränkischem Dialekt, haben auch Sprachwissenschaftler herausgefunden. Und ich finde, das Fränkisch ist ja sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel da oben in Oberfranken, die machen ja mit Anna und da ist Anna, Glana, Hausler und dann diese andere, wo sie das letzte Silbe weglassen. Willst du was trinken? Das finde ich zauberhaft. Und es gibt aber auch so einen gewissen fränkischen Dialekt, den ich, ja, dann nicht so mag oder so. Aber es ist wirklich, wie bei uns in Oberpfalz auch, jedes Dorf, jedes Dings hat einen anderen Dialekt. Wie geht denn Ihr Lieblingswort? Putzlerbar. Ja, wie heißt es? Hat man Ihnen den Dialekt auch schon mal abgewöhnen wollen? Ja, in der Schule schon. Ich bin aus der Generation, wenn man im Gymnasium gesagt hat, wir müssen schön reden, schön reden. Und zu Hause ist halt dann ganz anders geredet worden. Der Papa, weil er dann nicht mehr gearbeitet hat, mehr Fränkisch. Die Mama als richtig Oberpfälzer Bauerstochter, Oberpfälzisch. Also es war ein schöner Mischmasch. Was macht denn den fränkischen Humor so aus? Also die Franken vergleiche ich immer mit den Wienern. Ich finde, die Franken, sie haben so ein bisschen was Pessimistisches, fast was Morbides. So mit richtig guter Laune kann man Franken oft fast erschrecken. Es gibt ja dieses fränkische Ehegelöbnis, so nimm denn meine Hände, ich führe dich an dein Ende. Also ich finde, das sagt schon ein bisschen was aus über die fränkische Mentalität. Und dieses etwas Morbide, das ist für mich wienerisch, ja. Und das muss man aber erst im Laufe der Zeit lieben lernen. Werden wir Franken missverstanden? Ja, Franken werden ganz oft missverstanden, ja. Das ist ja so, wenn du in der Oberpfalz lernst du viele Leute kennen und dann entstehen auch sch schnelle Kontakte und auch schöne Kontakte und in Franken dauert es sehr lange, aber wenn dann ein Kontakt steht, dann ist er wirklich, dann ist er was Gescheites. Sind die Franken eigentlich Mumflatt? Mumflirt. Ja, ist auch ein wunderschönes Wort. Ich finde schon, dass die Franken ein bisschen Mumflirt sind, aber wie gesagt, das haben die Wiener ja auch.